Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. In diesem Video geht es um das Thema Homesurfer bzw. Homesurfer zusammenbauen. Ich habe das ja auf meinem Instagram-Account schon mal so ein bisschen angekündigt gehabt, dass wir was zum Thema kleinen stromsparenden Homesurfer machen werden. Und heute werden wir das gute Stück zusammenbauen. Ich werde aber auch so ein bisschen was zum Thema Homesurfer sagen, was man da so beachten sollte, wenn man sich vielleicht selber einen zusammenbauen möchte. Grundsätzlich mal, so einen kleinen Homesurfer kann eigentlich jeder bei sich zu Hause betreiben. Jeder hat natürlich andere Anforderungen, aber für kleine Netzwerkanwendungen zum Beispiel wie eine kleine Netzfreigabe reicht in der Regel auch schon. Zum Beispiel ein alter Office-Rechner, die gibt es sehr günstig bei eBay zum Beispiel. Das reicht für die allermeisten Sachen aus. Wenn man höhere Anforderungen hat, kann man sich natürlich auch etwas anderes zusammenbauen. Hier neben seht ihr schon die Sachen, die ich bei mir jetzt verbauen möchte. Das hier ist das Gehäuse, was ich verwenden möchte. Das ist ein 19 Zoll 1U Gehäuse. Warum 1U? Weil ich eben später dieses Gehäuse hier oder diesen Mini-Surfer dann in einen kleinen 19 Zoll Schränkchen einbauen möchte. Deswegen habe ich mich für diesen Formfaktor hier entschieden. Wenn man diesen Formfaktor nicht unbedingt braucht, weil man das eben in einen entsprechenden Schrank einbauen möchte, dann sollte man hier auf jeden Fall eher Richtung normales Tower-Gehäuse greifen. Wenn man einen alten Office-PC verwendet, hat man natürlich schon ein Gehäuse, denn die normalen Gehäuse sind erheblich günstiger als solche 19-Zoll-Gehäuse. Das hier ist so eines der günstigsten, die man so bekommen kann, und das liegt mit knapp 50 Euro dann auf jeden Fall schon deutlich über den günstigsten Tower-Gehäusen. So sieht das gute Stück von innen aus. Wir haben drei vorinstallierte 40 mm Lüfter. Die müssten 2 cm dick sein. Wir haben zweimal USB 3 an der Front. Das habt ihr vielleicht eben schon gesehen. Und hier das Frontpanel. Einmal die ganz normalen Anschlüsse hier, die man so kennt. Also HD-LED, Power-LED. Und hier hat man noch zusätzliche LEDs an der Front, wo man die Aktivität von den Netzwerkkarten anzeigen könnte, vorausgesetzt natürlich, dass das Mainboard oder die verwendeten Netzwerkkarten einen entsprechenden Anschluss bieten. Und hier gibt es auch noch so eine kleine Alarm-LED. Wenn das Mainboard einen entsprechenden Anschluss hat, kann man die anschließen. Wenn dann irgendwas nicht stimmt mit dem Surfer, keine Ahnung, einen Fehler halt hat, dann leuchtet eine entsprechende LED an der Front. Ansonsten gibt es hier gar nicht so viel Spektakuläres zu sagen. Wir haben hier so eine kleine Platine quasi, wo die ganzen Lüfter angeschlossen sind, die dann hier wahrscheinlich auf 5 Volt, wenn die Farben hier richtig gewählt sind, dann sind das 5 Volt. Wir müssen mal gucken, wie das Ganze mit der Lautstärke ist. Lautstärke ist natürlich bei so einem Homesurfer auch irgendwo ein Thema. Hat man einen alten Office-Rechner, dann ist der tendenziell ja sowieso relativ leise. In so einem Fall hier, gerade 1U-Gehäuse sind häufig sehr schwierig leise zu bekommen, weil man wenig Platz hat für Kühlfläche und auch wenig Auswahlmöglichkeiten bei den Lüftern. Es passen eben nur solche 40 mm Lüfter und die sind häufig sehr laut. Wir schauen hier mal, ob ich die überhaupt anschließe. Außerdem bietet das Gehäuse hier Platz für 2x2,5 Zoll oder eine 3,5 Zoll Festplatte. Solche Gehäuse hier gibt es natürlich auch in einer Variante mit Front-Hotswap-Schächten, mit 2, mit 4 oder dann eben, wenn man auch in 2U, dann kann man auch 8 Schächte, je nachdem, was man natürlich braucht, aber die werden dann auch sehr schnell sehr teuer. Also so ein 2U-Gehäuse mit 8 Hotswap-Schächten ist man da schnell bei 250 Euro. Entsprechend, da hier nur Mini-ITX-Mainboards Platz finden können in diesem kleinen Gehäuse, habe ich hier auch ein Mini-ITX-Mainboard. Das habe ich gebraucht bei eBay gekauft. Das hat 38,50 knapp gekostet. Hier ist ein i3-4130T verbaut. T bedeutet hier, dass der sehr stromsparend ist. Der hat gerade mal eine TDP von 35 Watt, was jetzt hier bei mir für meinen Anwendungszweck dann von Vorteil ist, damit eben der Stromverbrauch nicht so hoch ist. Da sollte man natürlich schon ein bisschen drauf achten, wenn man einen Server dann hat, der 24/7 läuft, kommt man dann halt auch sehr schnell in hohe Stromkosten. Deswegen hier 35 Watt maximal TDP ist dann auch in Bezug auf das 1U-Gehäuse, damit man hier auch leise Lüfter und sowas verbauen kann, von Vorteil.
Ich werde dann hier diese insgesamt 8 GB verbauen. 8 GB reichen mir hier aus. Man könnte hier auch auf 16 gehen mit 2/8er-Regeln, aber im Moment brauche ich das nicht. Das Einzige, so ein bisschen schade, wir haben hier keinen PCI-Express-Anschluss, sondern einen normalen PCI-Anschluss, der auch leider defekt ist. Wir werden jetzt als erstes mal hier unter dem Kühler die Wärmeleitpaste austauschen, weil ich kann natürlich nicht sagen, wie alt die ist von dem Vorbesitzer. Eine I/O-Blende ist übrigens auch nicht dabei gewesen, aber dafür, wie gesagt, 38,50 für dieses Bundle war dann doch ein ziemlich guter Schnapp. Man findet auf eBay solche kleinen Mainboards doch öfter auch mal. Wenn ihr auch sowas nachbauen wollt, dann schaut da einfach mal vorbei. Wenn ihr das Ganze neu kauft, dann wird das Ganze sehr schnell sehr viel teurer. Also machen wir das jetzt hier erstmal, die ganzen Pushpins auf. Das Gute war auch hier, es war direkt ein Kühler dabei und das Ganze auch schon im 1U-Formfaktor. Also dieser Kühler passt eben genau in ein 1U-Gehäuse. Ansonsten sind 1U-Kühler nicht so einfach zu finden. Es gibt zwar welche, aber die sind entweder nicht gut oder sehr laut. Also gerade im Servermarkt findet man natürlich diese typischen Serverkühler, aber die sind halt unfassbar laut. Wie gesagt, dann hier die 8 GB Arbeitsspeicher. Die kommen dann natürlich hier rein. Festplattenmäßig werde ich eine SSD verbauen, 512 GB. Das reicht für meinen Fall hier vollkommen aus. Wie gesagt, in das Gehäuse könnte auch noch eine zweite 2,5 Zoll Festplatte rein oder eben eine große 3,5 Zoll. Und als letztes brauchen wir dann natürlich noch ein Netzteil. Das ist auch sowas, 1U-Netzteile, da braucht man hier diese Flex-ATX-Netzteile. Die sind auch häufig sehr laut, weil hier auch ein 40 mm Lüfter einfach drin ist. Das habe ich gebraucht bei eBay, auch gekauft, für 24 Euro knapp. Hat auch 80-Plus-Zertifizierung, also ist jetzt kein so ein richtiges Billig-Netzteil. Da habe ich schon drauf geachtet. Ansonsten, ja, hier, ich habe das schon ausprobiert, der Lüfter hier ist von der Lautstärke her ziemlich gut. Es gibt auch ganz wenige, die komplett passiv gekühlt sind. Das wäre natürlich noch besser. Aber hier das mit dem Lüfter ist in Ordnung. Wenn man hier einen sehr lauten hat, dann kann man den auch tauschen gegen zum Beispiel einen Noctua-Lüfter. Jedoch sei gesagt, Netzteile ohne Kenntnis niemals aufschrauben. Bei dem Gehäuse übrigens gäbe es hier hinten auch noch die Möglichkeit, eine Erweiterungskarte hier einzubauen. Also das Mainboard kommt ja hier so rein, dann wäre hier der PCI-Express-Anschluss und man könnte mit so einem 90-Grad-Adapter hier eine Erweiterungskarte einbauen. Zum Beispiel eine Netzwerkkarte oder wenn man auch zum Beispiel einen Plex-Server betreiben möchte, dann könnte man hier eine Grafikkarte einbauen für hardwarebasiertes Decoden der Videos. Kleines Problem aber bei diesem Gehäuse, das vielleicht als Feedback an Intertech, diese Frontanschlüsse hier sitzen genau vor den beiden Lüftern und blockieren damit fast vollständig den Luftstrom hier an der Stelle. Hätte man die Frontanschlüsse einfach zum Beispiel hier hingemacht, dann wäre das ganze Problem gelöst gewesen oder ein Stückchen weiter hier rüber wäre auch gegangen. So sitzen sie natürlich direkt vor den Lüftern. Das ist natürlich nicht ganz so effizient. Das Netzteil wird hier auf der Seite mit den zwei Schrauben und hier oben mit einer von diesen beiden Schrauben mit dem Gehäuse verschraubt. Dafür ist diese Adapterplatte, die wird zunächst einmal hier auf das Netzteil so draufgeschraubt und dann wird das Ganze hier hinten mit dem Gehäuse verschraubt.
Jetzt kommt quasi der schwierigste Teil, irgendwie die ganzen Kabel in diesem ziemlich kleinen Gehäuse unterzubringen, so dass sie natürlich auch möglichst nicht Lüfter blockieren oder verhindern, dass man den Deckel wieder zumachen kann. Das ist dann halt ein bisschen Fleiß- und Fummelarbeit. Problematisch ist auf jeden Fall hier der 24-Pin-Anschluss, weil der sich halt hier wirklich nicht richtig reinsetzen lässt. Ich glaube, ich werde hier einfach mal den einen Lüfter rausnehmen. Hier sieht man übrigens, dass das Ganze mit dem Gehäuse mit einer Gummierung entkoppelt ist. Das ist auf jeden Fall schön zu sehen. Nehmen wir erstmal raus und dann haben wir hier halt auch Platz, den 24-Pin-Anschluss so ein bisschen reinzudrücken. Ja, schließt die SSD an, bevor ihr den Käfig wieder einbaut. Sonst schraubt ihr das Ganze zweimal aus. Okay, hier ist auf jeden Fall jetzt schon ein Problem. Ihr seht es, dass das hier mit dem SATA-Kabel nicht passt. Hier ist einfach zu wenig Platz für den SATA-Anschluss. Das ist jetzt natürlich doof. Ich glaube, dann werden wir die SSD hier unten hinbauen. Man hätte das Ganze... Vielleicht kann man auch... Ihr seht ja, dass hier hinten Platz ist. Vielleicht kann man das ganze Teil auch einfach umgedreht ins Gehäuse bauen. Dann sollte das Problem gelöst sein. Das heißt, SSD nochmal rausschrauben. Baut man das Blech andersrum ein, vielleicht war es auch vorher schon so drin, ich habe es einfach nur falsch wieder eingebaut, dann passt das Ganze hier auch perfekt mit der SSD und auch mit dem SATA-Kabel. Ich werde jetzt auch diesen Lüfter hier ausbauen, weil der ist ja auch einfach im Weg und wenn er laufen würde, dann würde er einfach nur gegen den Arbeitsspeicher pusten. Das bringt jetzt dann sowieso nichts. Das SATA-Kabel, was leider relativ lang ist, also guckt vielleicht, wenn ihr das Ganze nachbauen wollt, dass ihr hier ein kürzeres Kabel benutzt. Das macht das ein bisschen einfacher. Und schon sind wir im Prinzip fertig mit dem Zusammenbau. Ist ja an sich nicht viel. Dann schließen wir das gute Stück mal an Strom an und schauen, ob das funktioniert. Strom ist angeschlossen. Dann drücken wir hier mal den Startknopf. Das sieht doch schon mal gut aus, es funktioniert soweit alles. Jetzt interessiert mich aber noch, wie laut diese Lüfter hier sind. Daher schließen wir jetzt einfach mal hier diesen Anschluss an und lauschen mal, wie laut dieser ein Lüfter ist. So, ich weiß nicht, ob man das im Video wirklich gut hören kann, wahrscheinlich eher nicht. Aber dieser Lüfter hier ist definitiv hörbar. Er ist leiser, als ich jetzt befürchtet habe. Aber in so einem Surfer, der halt im Wohnzimmer oder im Arbeitszimmer steht, möchte man selbst dieses Geräusch nicht dauerhaft haben. Daher werden wir den nicht anschließen. Wenn man hier sehr stark stromfressende Komponenten einbaut, dann wird man wahrscheinlich sehr schnell nicht drum rumkommen, diese Lüfter anzuschließen, um hier halt einfach Frischluft reinzukriegen. Hier jetzt mit den 35 Watt TDP ist das kein Problem, die einfach auszulassen. Aber wie gesagt, Kühlung ist in so einem 1U-Gehäuse definitiv eine schwierige Sache. Nehmt, wenn ihr so einen Homesurfer basteln wollt, und der Formfaktor ist egal, nehmt auf jeden Fall einen normalen Tower, baut dort dann große, langsam drehende Lüfter ein, dann habt ihr das Ganze leise. Wenn ihr euren Server irgendwo in einer Abstellkammer im Keller oder so unterbringen wollt, dann ist die Lautstärke vielleicht egal, dann könnt ihr natürlich da reinknallen, was ihr wollt. Dann interessiert es ja nicht, aber sobald das irgendwo im Wohnbereich ist, guckt, dass das Ding leise wird. Keiner will die ganze Zeit so einen kleinen Staubsauger da stehen haben. Kleiner Nachtrag an der Stelle noch, fällt mir gerade noch so ein, bevor ich den Deckel zumache. Ich habe das Ganze natürlich, als ich das
gekauft hatte, schon mal getestet, ob das überhaupt funktioniert und auch was so die Lautstärke von diesem Kühler hier betrifft. Im Moment habe ich den Lüfter hier an den normalen CPU-Lüfteranschluss angeschlossen und im Silent-Profil im BIOS dreht dieser Lüfter dann mit knapp 1700 Umdrehungen. Er ist nicht laut, aber man kann ihn natürlich in einem leisen Raum schon hören. Wenn wir aber den Anschluss oder den Lüfter stattdessen an den ersten Gehäuseanschluss anschließen, dann läuft der Lüfter nur noch mit ungefähr 1300 Umdrehungen. Und das macht schon lautstärkemäßig einen Unterschied. Daher stecke ich den natürlich um, weil, wie gesagt, wir haben hier eine CPU, die maximal 35 Watt TDP braucht und wahrscheinlich die meiste Zeit wird sie im Idle sein. Theoretisch könnte man das sogar teils passiv betreiben. Von daher reicht das vollkommen aus. So, und damit ist der Zusammenbau soweit abgeschlossen. Wie ihr seht, habe ich den Surfer jetzt hier am Laufen erstmal im Regal liegen. Ich möchte ihn, habe ich ja am Anfang gesagt, dann später in ein kleines 19 Zoll Schränkchen einbauen. Das habe ich jetzt aber noch nicht, deswegen ist es jetzt erstmal hier im Regal. Zwei Sachen an der Stelle. Zum einen habe ich hier die Lüfter wieder eingebaut. Ich habe den hier an seine Position gesetzt. Der hier sitzt so halb an seiner Position und dann habe ich hier vorne, das sieht man hier, da habe ich auch noch einen reingesetzt, weil das Problem war, dass sich hier einfach in dem Bereich so ein bisschen die Wärme gestaut hat und das hat dazu geführt, dass immer wieder der Lüfter vom Netzteil dann angefangen hat, schneller zu drehen und ist dabei ziemlich laut geworden. Damit jetzt aber die Lüfter hier nicht unnötig Krach machen, habe ich den Stromanschluss von dieser Platine hier an so einen kleinen Spannungsregler angeschlossen, sodass ich nochmal die Spannung, die hier zugeführt hat, wird ein bisschen regulieren kann und die dann eben schön leise sind. Beim Zusammenbau ist vielleicht dem einen oder anderen aufgefallen, dass ich hier den Front-USB-3-Anschluss nicht angeschlossen habe, weil das Mainboard keinen entsprechenden Anschluss bietet. Dafür habe ich mir hier noch so einen Adapter bestellt, der war aber leider beim Zusammenbau halt noch nicht da. Das ist einfach so ein USB-3 auf USB-2-Adapter. Den werde ich jetzt hier einfach noch einbauen, damit ich dann auch hier vorne die USB-Anschlüsse zumindest zum Anschließen von mal einer Maus und einer Tastatur oder einem USB-Stick nutzen kann. Natürlich haben sie dann nur USB-2-Geschwindigkeit. So, der Adapter sitzt. Hier ist der USB-2-Anschluss und das habe ich dann hier einfach an den normalen USB-3 angeschlossen. Und jetzt sollten hier vorne die beiden USB-Anschlüsse auch funktionieren. Wie ihr seht, hat sich jetzt auch noch mein QNAP dazu gesellt und damit bin ich dann auch durch mit diesem Video. Wenn ihr noch Fragen, Anmerkungen oder sonst irgendwas zu Homesurfer, diesem Projekt hier oder allgemein habt, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Ansonsten bis zum nächsten Mal.